Wow, maybe this wasn't the lizard. This amount of damage would do the Hulk proud. Now come on, Doc. Give me a sign here. Let me know you're okay. Relax! Ja, und damit willkommen zurück zu Spider-Man 2. Es gibt einige Dinge zu berichten. There's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I can use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. One down, two to go. Hab ich gerade gemacht? Es gibt auf jeden Fall einige Dinge zu berichten, aber naja, das mit einem Bosskampf zu machen ist ein bisschen schwierig, ne? Why couldn't the doc experiment with bunny DNA? Had to be a lizard. I'll tell you one thing, I'm not paying for this mess. Ich habe noch keine Idee, was ich genau tun soll. Ja, wir sollen irgendwie so ein Heilmittel konstruieren, damit wir ihn besser bekämpfen können, ja. Und ich habe auch gerade schon drei Vakzine irgendwie hinbekommen, ganz schnell, weil es irgendwie schnell war. Das habe ich halt beim letzten Mal nicht hinbekommen, aber keine Ahnung. Ah. Ah, okay, das ist es, das ist es. Genau, jetzt ist er... Genau, ist er nämlich angreifbar. Genau. Jetzt hat die Frage, müssen wir es jetzt nochmal mischen oder wie passiert? Ah ne, okay, okay, wir haben es geschafft und jetzt liegt es hier überall rum, okay. Heilung hiermit, wenn ich dann drauf lande. Ja, dann halt nicht. Aber ich denke mal, ja, wir haben es halt. Oh, das nehme ich dann mit. Wir haben es jetzt geschafft, das Ding zu mischen. Und dadurch gibt es jetzt hier diese Dinger. Und okay, das ist eigentlich ganz. Einmal im Zweifel einfach komplett schnell sein. Ich weiß ja noch nicht, was passiert, wenn man zu langsam ist. Da muss man, glaube ich, anscheinend. Kann man ihn irgendwie ablenken oder so. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall gleich rede ich darüber, was ich zu reden habe. What happened to you? Electro was here. He wanted information on the BioNexus project. He's assembled all the parts, but he's still not able to make it work. What is this BioNexus device? It amplifies the bioelectric energy in living beings. On Electro, it'll make him a god. You have to stop him, Spider-Man. But how do I stop him, Doc? What's he missing? I don't know what it is. Dr. Watts kept all the secret notes about the final phase of the project secret. Go to her lab. It's on the other side of the complex. Thanks, Doc. Whoops. Hold where you are, Spider-Man! Failure to comply will result in the use of force! Sorry, boys and girls, but I don't think I'm gonna let you arrest me today. Yeah. Jedenfalls eine Sache, die ich schon mal sagen kann, ich habe jetzt nach einer Einstellung gesucht im Internet, dass mein Mikrofon sich immer umpegelt, wenn es irgendwelche Programme öffnet, sei es jetzt Zoom zum Beispiel oder halt auch Garry's Mod, war ja auch irgendwie, glaube ich, so eine Sache. Und es ist jetzt einfach konstant. Ich habe es jetzt gerade auf Empfindlichkeit von 92, das ist ein bisschen laut, aber naja, ich bin jetzt ein bisschen OBS, der OBS-Pegel ist halt immer so meine Richtwerte, so bin ich halt so, wie ich jetzt bin, im gelben Bereich. Und ja, das Mikrofon ist immer ein bisschen weiter weg von mir und da passt das, denke ich mal, schon. Vor allem jetzt so gerade mit Rücken. Es wird immer noch im gelben Bereich. Also von daher. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Wie überschreibe ich den Spielstand? Und ja, ich hoffe. Aber andere Sachen verändern sich halt auch. Zum Beispiel mein Capture-Programm verändert sich auch immer. Geht auch mal wieder zurück auf 100. Ist auch mal ein bisschen nervig. Ich muss mal gucken. Those red tracking lasers must be giving my position to the drones. If I don't take them offline, I'll never get to Dr. Watts' lab. Da ist gerade was abgehakt und ich weiß nicht.
Oh fuck. Genau, und die andere Sache, von der ich sprechen wollte, ist mein PlayStation 4 Problem. Es ist gelöst, denke ich, hoffe ich. Ich habe mir eine Pro geholt, eine gebrauchte Pro. Mal gucken, was mit meiner jetzigen PS4 mache. Die, keine Ahnung, kann man bestimmt noch reparieren. Vielleicht kann ich irgendwie jemanden verkaufen, vergünstigen, der sagt, hey, reparier die einfach, wo das. Bingo! You wouldn't do this to War Machine, would you? Ich denke mal, diese Schussgeräte sind die geisteszerstörend. Ich muss halt einfach nur. Was ist denn das hier überhaupt? Naja, diese Dinger da. Nicht diese Schussdinger, sondern halt einfach hier. Das hier. Hallo. Mach keinen. Four more to go, okay. Auf jeden Fall hat mir jetzt eine gebrauchte PlayStation 4 Pro geholt. Also, das ist auf jeden Fall eine Aufrüstung. Ich hatte natürlich tatsächlich immer eine Panik, dass irgendwas nicht funktioniert. Hatte ich mir jetzt auch bei der Switch, weil die ein bisschen geladen hat, aber ja, ist das Panik, die ich gerade habe. Das muss ich mir einfach klar machen. Und genau. Das heißt, meine Streaming-Pläne gehen weiter. Wie gesagt, es gab jetzt eine wegen des ganzen Stress, aber konnte ich auch einmal Spider-Man nicht aufnehmen. Aber ja, jetzt geht's weiter. Und das heißt, auch mein Nachfolgeprojekt kann so stattfinden, wie ich das geplant habe. Ist das nicht gut? Hallo, nicht sterben. Oh, perfekt. Das brauche ich. Das brauche ich jetzt. Dankeschön. Genau, das heißt, wie ihr es ja schon mitbekommen habt, also gestern kam ja Tony Hawk, das heißt, und nach Tony Hawk sind dann wie immer noch geplant jetzt Uncharted ab Sonntag. Und nach Uncharted wird dann Final Fantasy 10 weitergehen. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal den ersten Stream nachgespielt haben, um halt auch das Lexikon dann möglich zu haben. Hoffentlich, und müsste ich sagen, ich habe den Spielstand, die Spielstände wurden auch gesaved von meiner Seite natürlich auch. Im PS Plus, vor meinem ganzen, bevor alles den Bach runterging. Das ist das Labor am Anfang des Spiels. Ne, ich glaube, da waren wir. Das war der erste Madagaskar-Abschnitt, wo wir da waren. Oh, hi. I think there's one more left. I think there's one more left. Da finden wir den einen hoffentlich. Nur die Frage, wo? Ja, wir sind dran vorbei, würde ich sagen. Da hinten ist er. Ich finde diese Sprünge echt hoch. Da will man doch nicht noch einen höheren Sprung haben, aber gut. Genau, habe ich dann alles erzählt, genau, und hat. Natürlich dafür, wie auch angekündigt, wie ich es jetzt auch schon einigen Leuten versprochen habe, kommt das BOTW. Ich habe auch ein bisschen Bock auf BOTW. Und auch wenn es dann meinen eigentlichen Plan ein bisschen zugrunde gehe, quasi nicht zwei große Projekte gleichzeitig zu haben, naja, ist ja auch egal. Now what happened in here? Well, let's hope the computers came through undamaged. Bingo! I'm in! Huh. Blah, 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 Indiana. Huh. Sapphires, huh? Oh, now I see. Where is anyone gonna get a jewel that size? Oder ist es nur für mich so dunkel? Es war auf jeden Fall sehr dunkel. Ja, genau, auf der Baustelle. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an Ultimate Spider-Man. A construction site. Hey, wait a minute. Sandman is vulnerable to water and that looks like a water pump. Und töten ihn jetzt? Pressure high enough, maybe I can make mud pies out of our little friend here. Naja, wir wissen aus Spider-Man 3, dass er dadurch nicht stirbt. Ja, auf jeden Fall erinnere mich halt an den Ultimate Spider-Man an der Stelle, wo man halt gegen Rhino kämpft, wo man da ja auch irgendwie in der Baustelle ihn erstmal irgendwie betäubt.
Ja, können ja kriegen, so mache ich keinen guten Schaden. Das heißt, ich aktiviere erstmal diesen Hauptschalter. Da muss ich ihn wahrscheinlich einen zu diesen. Aua. Okay, der Wasserdruck ist für uns da. There we go. Now to find the valves. Komm her. Great, a one-shot deal. Better get the pressure back up. Ja, das ist halt ein bisschen nervig, wenn er halt nicht mehr auf das Ding zielen möchte, sobald der Sandmann in der Nähe ist. Yeah, bring it on, jump. Komm her. Ja, du bist doch durchs Wasser gelaufen. Naja, aber immerhin ist es jetzt nicht so was wie, hey, die fliegt bald alles in die Luft, sondern einfach so, hey, du hast die Zeit nehmen, die du brauchst. Sie fährst da oben in Shots. Also ein Comic. Wenn ich denn da mal hochkomme, oder vielleicht will er doch nicht hoch, kann er auch sein, oder? Doch, der will hier hoch. Ja. Not a bad find. I can check this out later in the gallery. This is gonna hurt. Komm her. It's working. When Sandman gets wet, he's vulnerable. So. Es könnte. Es macht ziemlich wenig Schaden, finde ich, dafür, dass es halt normal ist, aber gut. Wobei, wir haben jetzt schon ein Drittel geschafft. Das hat natürlich vorher schon ein bisschen geschädigt, aber okay, dann muss ich wohl dreimal machen und dann gut reinhauen, dann passt das schon, denke ich. Weil man kann natürlich auch diese Pässe dann irgendwie werfen. Da habe ich noch mein Leben gesehen, sehr gut. Aua. Ich hätte den Spider-Man 3 nicht hinbekommen. Okay, jetzt macht er sich wieder trocken. Wenn die, dann kann der schon mal das Wasser wieder aktivieren in der Zwischenzeit. Komm. Oh, hi. Time for your dirt nap, wall crawler. Wo bist du? So, weg mit dir. Ich glaube, wir brauchen noch einmal danach. Was war das denn? Das war ja gar nichts. Naja, okay. Aber der Bosskampf geht eigentlich doch klar. Nur halt die Sache, dass er halt gerne auf ihn raufschlägt, wenn man eigentlich, obwohl man. Also dieser Autofokus quasi. Autofokus, ja. Autofokus. Ich hab kein Auto, okay. Mann, nein! Warum? Der geht jetzt einfach schneller zurück. Nervig, aber gut, ist halt so. Immerhin klappt das jetzt so einigermaßen. Aber habe ich jetzt alles off-topic angesprochen? Soweit ja genau, und das Nachfolgeprojekt bleibt, kommt da natürlich auch. Ah ja, was? Komm her ins Wasser, Kumpel. Dankeschön. Ich hab die Folgenlänge, 15 Minuten gleich. Passt. Gut. Sandman. Looks like security's made it to the lab. Think I got what I needed anyway. Huh? You gotta be kidding me. Oh great. Just great. Well, I could hope that Electro can't read, but I guess he could have someone do that for him. Hope I'm not too late getting to that museum. What do I do about the doctor though? Electro probably still needs the doctor to show him how the device works, so she should be safe for now. Let's hope Electro's as dim as he looks. Gotta tell the boss.
Gotta tell the boss. Fist-sized gem. Why would you create a device that relies on something that not only doesn't exist, but cannot be made by man? There must be something you are not telling me, good doctor, and I want to know what it is. Boss, look! Tonight. We hit the museum tonight. And this time, that meddlesome bug won't be able to stop me. Ich glaube, wir sind kurz vorm Finale. Auf jeden Fall danke, Jameson. Wir sind kurz vorm Finale. Also wird ja mal Zeit, tatsächlich. Aber ja, wir sind kurz vorm Finale. Vielleicht noch ein richtiger Level? Der weltgrößte Saphir ist im Museum. Ist irgendwas mit Spider-Man hier? Ne. Who watched the Watchmen? Finale gleich. Where are you, Electro? Not so fast, bug! Or tonight, you're not gonna be the only one who gets squashed. This is a new low, even for you, Electro. I'm the one you want. Fool, this was never about you. This was about power! Help me, Spider-Man! Huh? Oh. How you doing? Hey, how you doing? Jetzt, wo die Musik gerade gestartet ist, kommt ein bisschen Amazing Spider-Man 2 Flashbacks, wo irgendwie Elektro auch irgendwie so mit Musik, viel Musik hatte, so. Ja, keine Techno-Musik. This is it, true believers. Spidey's headed for a final showdown with Electro. The sparks are gonna fly, that's for sure. But if our hero isn't quick on his feet, he'll find himself in deep trouble. Electro's managed to block the exit with electricity. I have to find out where the source is and shut it down. First things first, I have to take out these samurai. Ich soll die echt austaken? Ja, das kann ich austaken. Oh, that's smart. Swords don't do that. Ja, okay, aber die stehen wieder auf. Oh, that's smart. Swords don't do that. Aber dieses Netz ist bestimmt ganz sinnvoll, wenn ich das jetzt einfach mal mitnehme. Ja, die kommen, die spawnen alle neu. Werden wir mal gucken, was wir tun können. Also ich denke mal, das ist jetzt gerade die vorletzte Folge, liebe Leute. Ich werde jetzt einfach hier noch ein bisschen machen und dann halt zeitlich die Folge neu starten. Das hier? Nee, das ist keine Stromquelle, das ist einfach nur Buddha. Nein, Spidey. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob dann direkt nach dem Projekt jetzt neue Pause, ob ich eine Pause mache. Das ist immer so eine, ja, ich muss die Zeit finden, die Lust finden. Deshalb habe ich ja gesagt, so ein LP-Projekt und halt zwei Streams. Das ist, glaube ich, so eine gute Kombi. Abkürzung für Kombination. Und da kann ich mich dann auch nicht beschweren. Okay, hier, komm mal her. Die liegen ja immer noch auf dem Boden. Und du? Du hast keinen Bock rauszukommen. Erstmal, mal gucken. So, was ist hier? Keine Ahnung. This generator must be the power source. Now if I could just turn it off. That didn't work either. If I can't get close to it, how do I turn it off? Ich hab's verstanden. Ich hab gerade den Mund aufgemacht, so aha. Wenn wir das Ding nicht berühren können. Aua. Können wir noch einfach da Sachen reinschmeißen? Oh, ey, komm her. Komm einfach mal rein, Kumpel. Dann muss es weniger laufen. Das ist doch ein kreativ oder so. Das ist eine witzige Idee. Das ist eine witzige Idee soweit. So. So.
Darf halt einfach nur nicht von denen getroffen werden, weil ansonsten wird mein Teil auch zerstört. Das ist ein bisschen ungünstig dann. Aber nee, es ist witzig, witzig. Ich meine, das ist nur nicht sicher, ob danach jetzt noch ein richtiger Level kommt oder direkt der Endboss. Das hab ich mir jetzt also im Kopf. Ich glaube, das ist ein Spoiler, ist mir eigentlich auch egal. Dass es noch einen zweiten Turm von Leptos gibt. Aber keine Ahnung. Hoffen wir einfach mal nicht. So, nimm das mit. So, ich hab noch einen Schuss, oder? Sieht ein bisschen danach so aus. Könnte auch zwei sein, aber ich tippe darauf, dass es noch einer ist. Bin mir aber meistens nicht sicher. Kommst du raus? Hast du Bock? Nö. So, leider lappen auf in die Fall der Fälle. So, bitte komm nicht raus. Ich hab ein super interessanter Griff. Griff ins Klo. Aber liebe Leute, diesen Wurf machen wir erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und vielleicht bis zur letzten Folge. Bis dann und ciao.